Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mannschaftsbus-Simulator, dem Fairbus-Simulator, ja, Mannschafts-DLC, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall in der letzten Folge sind wir zurückgefahren, wir haben die erste Abmahnung bekommen, also herzlichen Glückwunsch. Bus ist nicht repariert, darum müssen wir uns auf jeden Fall mal kümmern in der Folge. Wir löschen mal ein paar E-Mails hier, die Abmahnung brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wir haben uns ein paar Termine eingepflegt, das können wir nicht löschen, okay. Und werden mal eine, auch guck mal, Reparatur beauftragen. Wir werden mal eine E-Mail schicken. Und zwar werden wir den Vereinsbus reparieren lassen. Wir haben jetzt eine Mail angeschickt. Mal gucken, wann wir dann eine Nachricht von unserer dementsprechenden, ja, Werkstatt unseres Vertrauens bekommen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und wir fahren jetzt zur Tankstelle und werden erstmal auf der einen Seite den Bus tanken. Dann werden wir den waschen. Okay, das ist alles okay. War doch schon wieder auf. Also ich verstehe das mit dieser Steuerung nicht. Muss ich mir dann dementsprechend nochmal anschauen. Wir haben die Woche auf jeden Fall ein Heimspiel gegen Meier Leverkusen. So. Tanken, Waschanlage, Toilette. Okay. Wir fahren jetzt immer nur zum Tanken. Den Rest können wir ja später einstellen. Wir machen den Bus mal startklar. Und fahren dann erstmal ab zur Tanke. So. Wir sollten vielleicht die Klima noch ein bisschen einstellen hier, weil das ist mir gerade ein bisschen zügig. 19,5 Grad. Ist auf jeden Fall ein bisschen zu kalt. Wir machen das mal auf 22. Ich denke, das ist eine gute Temperatur. Ja, der Bus ist auch ein bisschen schmutzig. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern, dass der Bus soweit dann auch jetzt bald fertig ist. So. Auf geht's hier. Oha, jetzt fahren wir erstmal raus und dann geht's rechts rum. Auf ihn nach Dortmund in die Innenstadt. So. Links ist frei, rechts ist freie Fahrt. Das heißt, wir können jetzt hier an der Strobelallee rumfahren. Ja, jetzt bin ich natürlich ja falsch abgebogen. Ja. Das eine denken, das andere machen. Vielleicht sollten wir auch vorher noch mal kurz hier im Reweka einkaufen. Ich glaube, das machen wir jetzt doch als erstes. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen. Steht jetzt hier, fahre zur Waschanlage. Okay, da müssen wir auch noch hin. Die Toiletten müssen wir noch entleeren. Das heißt, den Bus auf Vordermann bringen. Dann natürlich auch den Bus noch reparieren. Reparieren, schweres Wort. Oh, da bin ich auf falsche Taste gekommen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ne? So, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen hier. So. Zack, zack, zack. Mit den Laderaumklappen, das habe ich nicht verstanden, weil da wurden ja irgendwelche Sachen geklaut. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann auch funktioniert. Bus abschließen. Und dann geht es dann auch gleich schon weiter. So, dann machen wir mal zu den Kram. Mit den Türenriegeln, das habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Vielleicht habt ihr da noch mal einen Tipp oder. Ich raff das nicht. Das ist mir irgendwie alles zu hoch. So, verriegeln, entriegeln. Ah, warte mal. Wenn keine Lampe an ist, dann ist es verriegelt. Wenn es offen ist, ist es entriegelt. Okay, gut. Kann man sich vielleicht mal merken. So, jetzt kriegen wir zu. Jetzt gehen wir mal einkaufen hier in den Reweka. Da gibt es noch keinen anderen Knopf vielleicht, den wir noch drücken müssen. So, erstmal schön shoppen gehen hier. Jo. So,
Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Chips und Bierchen. So, da kaufen wir erstmal ordentlich ein. Ein paar Bierchen. So, ein bisschen Cola noch einkaufen. Ein paar Chips für die Jungs. Boah, guck mal, 30 Tüten, das sollte reichen. Und dann sind wir auch fertig. So, einkaufen waren wir. Ja, eigentlich könnten die uns hier mal einen lokalen Rabatt hier gewähren. So, das heißt Waschanlage und Toiletten entleeren. Okay. Also nicht in der Waschanlage die Toiletten entleeren, sondern in die Waschanlage fahren, tanken und entleeren. So. Ander Ding. So, kriege ich die Tür jetzt noch zu? Geht nicht. Jetzt. Ah, es ist komisch hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, dann könnten wir sie jetzt verriegeln. Müssen wir mal gucken. Und weiter geht's. Fahre zur Waschanlage. Bremse gelöst. Gang eingelegt. Und auf geht die wilde Fahrt. So. Das müssen wir erstmal hier rum. Natürlich kommen wir da nicht rum. Wobei die eine oder andere Beule, wie der Spieler uns das gesagt hat, darauf kommt es irgendwie auch jetzt nicht an. So. Das heißt, wir fahren jetzt hier. Oha, das passt aber. So. Da kommen wir auch rum. Ja, sicher, das. Oh. Das war knapper, als ich dachte. So, rum geht's hier mit dem Bus. Und ab geht die wilde Fahrt. Ne? Hier links an unserem schönen Stadion vorbei. Ich glaube, unten müssen wir dann wieder links. Da geht's, glaube ich, Richtung City und Richtung Tanke oder Waschanlage. Erstmal den Bus säubern fürs nächste Heimspiel. So. Rechts ist frei, links ist auch frei. Und dann fahren wir erstmal dort rum. Ja, ansonsten, also meine Meinung bisher von dem DLC ist auf jeden Fall nett gemacht, meine gelungene Abwechslung. Hier haben wir dann noch die Geschäftsstelle, hier ist auch der Südtribüneingang und die Nordtribüne. Hier haben wir noch den Fanshop in der Regel. Da vorne ist dann noch das Strobels, weiter runter die Straße, also nach hinten gesehen. Hier ist dann der Nordtribünenzugang und da hinten der Zugang zur Südtribüne. Die größte Stehplatztribüne Europas. Da geht's rein. Und jetzt fahren wir hier erstmal raus. Da geht's auch links noch zu den Parkeinheiten. Wir fahren jetzt rechts Richtung Stadt. So, das sind die Parkplätze, die Park-and-Ride-Parkplätze für unsere Gäste oder auch für unsere heimischen Fans, falls sie mit dem Auto dann zum Spiel kommen. Ja, auf jeden Fall finde ich eine gelungene Abwechslung im Vergleich zum Fernbus-Simulator. Also nicht nur Leute von A nach B fahren, sondern auch mal hier eine Mannschaft rumfahren. Wie gesagt, das ein oder andere ja, ist echt verbesserungswürdig. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da irgendwie auf Dauer dann mal schauen, dass wir dann noch weitere Folgen auf jeden Fall machen. Was denke ich mal auch interessant ist, sein wird, ist, wenn wir zum Beispiel hier nahe Spiele haben. Das heißt, zum Beispiel, ja, nach. Was sind eigentlich so. Oh! Kollege, Alter! Mann, 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 Mann! Ey, da bremst er auf einmal volle Pulle. Das ist halt auch diese KI letztendlich, die mir ab und zu noch mal den Nerv raubt, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ist echt nervig teilweise. So, jetzt fahren wir hier vorbei. Oh, Kopfsteinpflaster. Oh, guck mal, Zug mit 4 Anhängern. Ja, nee, ist klar. So, hier habe ich Vorfahrt, Kollege.
einfach mal schön dort durchgezogen. Ja, auf jeden Fall viele, viele coole Ideen jetzt hier in dem DLC umgesetzt. Worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, war, ob wir vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit haben, auch, ja, wenn wir so nahegelegene Spiele haben, zum Beispiel wenn wir nach Köln fahren oder nach Gelsenkirchen, ob man das dann auch direkt von Dortmund aus macht oder ob man da auch wieder zum Bahnhof fährt, sich ein Hotel buchen muss. Ja, ne, wenn ihr dann noch Verbesserungsvorschläge habt, vielleicht zum Ablauf hier oder auch selbst die Abläufe besser kennt als ich, was bekanntlich, glaube ich, keine Kunst ist, obwohl ich großer Fußballfan bin, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Eure Meinung zu dem DLC würde mich auch interessieren. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen, ne, wenn ihr da mal was auch zuschreibt und auch kommentiert. Auch wenn es euch natürlich gefallen hat, mal einen Daumen da lasst. Tanken brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben noch genug Benzin drin. Und fahren jetzt erstmal hier zu Clean Coach in die Waschstraße. So, fahren wir mal ein Stück zurück jetzt hier. Um da auch reinzukommen, ist wirklich eng. So, komm. Na komm. Ey, die fahren hier, ne? Mensch. Mann, Mann, Mann. So, dann werden wir den Bus mal wieder auf Hochglanz polieren lassen. Zack. Machen wir direkt wieder Superglanz hier. Ja. Und los geht's. Da wäscht dementsprechend wieder die riesen, riesen Waschanlage, die auch sehr, sehr laut ist. Und das überspringen wir jetzt einfach mal, weil das haben wir uns ja schon beim letzten Mal angeguckt. Ich glaube in Folge 2 war es, wo wir das Ganze dann reingezogen haben. Deswegen überspringe ich das einfach mal kurz. Und jetzt müssen wir zur Schmutzwasserentsorgung die Toiletten leeren. Und da vorne sehen wir die schon. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das auch animiert ist, hier so wie die Waschstraße. Ne? Manchmal bin ich echt froh, dass wir kein Geruchsinternet haben. Also sprich, die Spiele so realitätsnah sind, dass man auch Gerüche wahrnehmen kann. Denn so eine Toilettenentleerung, ich glaube, die will keiner haben. Die muss sie nicht haben. Nein, nicht wirklich. So, jetzt fahren wir mal ran. Kommen wir da rum? Natürlich kommen wir da rum. Okay. So, klicke auf den oberen Button, um die Toiletten zu entleeren. Wähle ein optimales Desinfektionsmittel aus. Desto hochwertiger ist es, desto weniger müssen wir die Toiletten reinigen. So, jetzt müssen wir das auswählen. Oder muss ich erst, was? Experten. Desinfektion. Ah, okay. Wieso kann ich das denn jetzt nicht? Ach ja, erst entleeren, okay. So. Hallo? Hallo? Was? Ja, mach doch. Ach so, okay. Ah, erst entleeren und dann desinfizieren. Ja, zum Glück sehen wir das nicht, wie die ganze braune Plörre da aus dem LKW gezogen ist. Schade eigentlich. Ach, so. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das heißt, wir haben den Bus geputzt. Tanken brauchen wir nicht, da haben wir noch genug drin im Tank. Wir haben die Toiletten entleert, Waren einkaufen und können uns jetzt wieder Richtung, ja, sagen wir mal, Stadion begeben. So, das machen wir jetzt auch gleich. So, starten das Ganze mal. So. Gucken wir mal. Das passt jetzt alles. Tanken brauchen wir nicht, haben noch 57%. Jetzt fahren wir mal rum und fahren zurück zum Stadion und gehen in unser Vereinsgebäude.
So. Da finde ich auch schön, hier mit dem Kopfsteinpflaster da gelöst. So. So, sind wir gleich wieder am Stadion. Dann gucken wir mal zum Vereinsgebäude. So, dann biegen wir mal ab hier. Ich trinke nochmal einen kleinen Schluck. Kleinen Moment. So, denn meine Stimme ist irgendwie... Och Mensch, ey. Mann, Mann, Mann. Meine Stimme ist nämlich ein bisschen angeschlagen. Liegt wohl an dem wechselhaften Wetter. Kühl, warm, warm, kalt. Und außerdem bin ich beruflich stark eingespannt. Ich bin der Ausbilder und ja, erzähle so ein paar Leuten immer ein bisschen was. Viele sagen, du redest den ganzen Tag schon auf Arbeit. Laberst die ganze Zeit noch bei YouTube rum. Ja, ist halt so, ne? Macht halt Spaß, auch mit euch gemeinsam Spiele zu entdecken, auch ein bisschen was darüber zu erzählen oder auch zu erfahren. Ich denke, ob ich jetzt hier einfach so was zocke oder mit euch gemeinsam Inhalte teile oder auch ja, genieße letztendlich, euch das ein oder andere Let's Play mache, mache ich natürlich gerne und macht mir riesig viel Spaß. Ich denke, das merkt man auch. Bekommt ja reichlich Content hier geboten auf dem Kanal bei uns und bis abgesehen mal von der langen Pause, die ich hatte, aber ansonsten denke ich, habt ihr recht viel Abwechslung. Wir springen auch immer mal wieder in andere Genres, ne? Neben Deliver Us the Moon, was ja aktuell hier läuft, was eher so ein bisschen Action-Adventure ist oder ja, so ein Simulations-Adventure, ein bisschen Weltraum, das ist ja so ein bisschen meins. Fahrsimulationen halt, ja, Aufbausimulationen, Foundation zum Beispiel. Auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Spiele, die ihr hier auf dem Kanal erleben könnt. Neben natürlich Stationeers, dem Dauerbrenner hier, House Flipper und auch vielen anderen Spielen, die hier erscheinen. Oha, das war knapp. So, dann parken wir mal den Bus hier. Und werden dann uns in das Vereinsgebäude begeben. So. Ne, deswegen manchmal nicht wundern, wenn meine Stimme mal wegbleibt. Oha, das können wir aber besser. Ne, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Stimmbänder habe, die leicht belastbar sind, aber auf Arbeit rede ich halt auch viel als Ausbilder und deswegen ist meine Stimme ab und an mal ein wenig, ja, strapaziert, ne? Wenn man dann nicht genug trinkt, dann ist die sowieso hinüber. So, da sind wir angekommen, stellen den Bus ab und haben alles vorbereitet für den nächsten Spieltag gegen Meyer Leverkusen. Die Namen finde ich auch sehr gut gelungen. Erinnert mich immer an meine Anstoßzeit. Da gab es auch glorreiche Namen bei den jeweiligen, ja, Vereinsnamen, Managernamen und so weiter. War auch mal sehr lustig. Jetzt gucken wir noch mal, was mit der Fronttür. Kriege ich das irgendwie hin? Ja, die schließt nicht.
gut, wenn ich sehe. Fährriegel, Endriegel. So. So, ich glaube, jetzt können wir auch wieder die Tür schließen. Ne, Nothahn können wir nicht betätigen. So. Bus ist abgeschlossen. Wir gehen ins Vereinsheim. Und werden dann jetzt zum Spieltag springen. Bin ich mal gespannt, ob wir auch die Spiele abholen irgendwie vom Hotel, wie es ja nur ursprünglich der Fall ist. So, Samstag, 8.9. Spieltag. Oh, wir haben E-Mails. So, hallo Homer, wir begrüßen Ihr Vertrauen und möchten Sie zum 10.9. den Reparaturtermin bestätigen. Autohaus Service Schmidt. Gibt es auch wirklich in Dortmund. Da ist der Termin am 10.9. Das heißt, für vor dem nächsten Spiel können wir es machen. Einen Punkt haben wir, wie gesagt, aus München mitgebracht. Und wir springen jetzt zum nächsten Spieltag, würde ich sagen. Busstatus ist soweit okay, bis auf Tanken. Aber gut, wir haben noch 55%. Das reicht auf jeden Fall noch. Und sind jetzt hier beim Spielstand. Bei der Spielstätte, also im Signal Iduna Park, beziehungsweise für mich heißt der immer noch nach wie vor Westfalenstadion. Und da begeben wir uns jetzt hier in die Katakomben und werden uns das Heimspiel anschauen, so wie es aussieht. Wir müssen keinen abholen, okay. Ich frage mich zwar immer noch, wie die Spieler vom Hotel hier hingekommen sind, weil normalerweise gastieren die dort im Spielerhotel vor einem Heimspiel und werden dann dort abgeholt, mit der Polizei eskortiert und dann in das Stadion hineingefahren. So, jetzt gehen wir mal hier vorbei. Haben natürlich überall VIP-Zugänge. Das heißt, wir kamen jetzt hier von der Ostseite des Stadions. Hier ist dann der Verkaufsbereich. Normalerweise würden wir da reinfahren, wo ich es euch gerade gezeigt habe. Hier ist ein Zulieferer. Und das ist quasi hier die Strobelallee. Da hinten ist das Eisstadion und die Leichtathletikbude. Ja, das sind schon die ersten Schlachtenbummler. Schlachtenbummler. So, dann betreten wir das Stadion. Die Stimmung ist schon vom Hochkochen. Die Tribüne bebt. Heimspiel, Leute. Los geht's. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Die erste Halbzeit. Anpfiff. Aufbauspiel. Von Borussia Dortmund. Querpass auf links. Weit über links. Starkes Dribbling. Aus dem Dribbling des Gegners hat nicht geklappt. Bayer Leverkusen im Angriff. Nach links außenwillig gekonntes Dribbling von der linken Seite. Das kann gefährlich werden. Flanke von der linken Seite. Was für ein Kopfball. Tor. 1-0 für Leverkusen. Toll. Dortmund im Ballbesitz. Spielverlagerung nach rechts. Rechts außen. Fußball vom Feinsten, toller Übersteiger, immer noch auf der rechten Seite. Jetzt soll die Flanke kommen, schlechtes Timing beim Hochspringen und der Ball geht zum Gegner. Halbzeit, 0-1. So, da muss Lucien Favre nochmal die Spiele einheizen, damit wir das Spiel hier auf jeden Fall noch gewinnen. Zweite Halbzeit, Seitenwechsel, Borussia spielt auf die Süd. Allerdings hatte Leverkusen Anstoß von der linken Seite, super Dribbling. So, der endet. So, Borussia Dortmund im Spielaufbau. Über die Mitte. Gutes Auge für den Freivordermann. Fehlpass. Oh Mann. Aufbauspiel. Von der linken Seite Leverkusen kommt über links rein. Ein Dribbling. Immer noch im Ballbesitz. Dortmund kommt nicht in den Ballbesitz. Gutes Tackling. Und jetzt geht's nach vorne. Kommt, Jungs. Da muss doch noch was gehen. Nein. Aus, aus. Das Spiel ist aus. Die Borussia verliert leider zu Hause gegen Leverkusen. Und ja, Leute, leider verloren. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Gelsenkirchen gegen Düsseldorf 3-3. 2-3 Mainz gewinnt. Leipzig verliert gegen Stuttgart. Hannover gewinnt in Gladbach mit 2-3. 0-2 Bremen. Die Bayern verlieren gegen Nürnberg. Yes! Und wir haben verloren. Und Hoffenheim. So, wir sind 16. Da wollen wir auf jeden Fall nicht so bleiben. Das heißt, Nürnberg ist Spitzenreiter. Wir werden auf jeden Fall wieder angreifen, Leute. Und, falsche Taste. Da haben wir noch ein paar Infodinger, die wir hier haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann zum nächsten Spiel geht.
Das geht, glaube ich, nach Hoffenheim, also wieder eine weite Fahrt. Wir sehen uns dann auf dem Weg nach Hoffenheim, Leute. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Wir werden noch die Reparaturwerkstatt aufsuchen. Und sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.